Okay. Wollen wir mal gucken, wie wir hier runterkommen, ohne zu sterben. Und dann habe ich schon eine Idee. Ich habe da mal ein bisschen nachgeguckt. Oha. What the fuck? Okay, und wir müssen was Neues zu essen besorgen. Wie es aussieht, haben wir davon nichts mehr. Bomben. Und doch, wir haben hier. Okay. Pilze haben wir noch, das sind wahrscheinlich Zaubertrank. Zorn können wir wahrscheinlich nicht mehr essen. Wasserflaschen hätten wir noch. Dieser verfickte Kater. Besoffen hält sich am besten mit Plätze. Da ist er. So, ich habe schon so eine Idee, wo wir mal hin müssen. Guck mal auf die Map. Schwarzzweig Krefels, die sind in der Nähe von Krefels. Okay. Das war die Seestadt, wo wir waren, oder? Wie hieß die? An dem Ort waren wir noch nicht. Heidefelde. Da wären am Scheidweg. Okay. Historie-relevante Ausrufzeichen finden wir jetzt hier nicht mehr, aber ich würde mal sagen, mein Gefühl sagt mir, dass da mal runter sollte. Kriegsbeute. Ja, da liegt meine Kriegsbeute rum. Beweg dich! Das ist mir abgeschmissen, bevor ich wusste, dass es hier einen Nagel gibt. Na komm. Jetzt mal im Galopp. Shitwetter hier. Vielleicht finden wir ja, wenn wir die Städte erkunden, mal ein bisschen was Neues. Okay, Plätze hängt am Zaun fest. Auch nicht schlecht. Okay, ich latsche zu Fuß erstmal weiter. Kommt danach. Fällt ein. Seltsamerweise kam aus der anderen Richtung. Hilfe, Meister. Oh, eine Story Quest. Dann sind wir hier noch richtig. Wenn es Story Relevantes gibt, dann müssen wir hier doch. Oh, zu trinken. Seine Klienten auch mit umgebracht. Rostiges Schwert. Na, kannst du fast behalten. Warum wollen wir uns leere Flasche? Mit etwas. Da ist Blitze.
Na komm. Laufplätze. Ob das so storyrelevant war, weiß ich nicht. Wahrscheinlich, wenn wir den Kern am Leben gelassen hätten, hätten wir noch was kriegen können vielleicht, aber... So ist gut. Hütte des Bootsbauers. Okay. Okay, der Feier zeigt auf einmal hier lang. Und wir entfernen uns. Ach, das ist die Stadt, wo wir hin wollten, oder was? Stadt. Eine Hütte. Okay. Stumpfes Beil. Ein paar Nägel. Sonst was zum Looten? Ne, nicht wirklich. Im Stall. Okay. Hier ist ein Boot. Oh, ein Ghoul. Mehrere Ghule hier. Ich bin in der Nähe des Ghoul-Nests. Vorsichtig. Lass uns lieber abbauen, bevor wir noch sterben. Plätze. Plötze. Ach, da bist du. Sorry, ich bin ein bisschen besoffen. An ihn vorbei. Mal kurz auf die Map geguckt. Okay. In der namenlosen Stadt waren wir noch nicht. Sind wir bestimmt schon mal gewesen, aber... Okay. Mache hier mal einen Umweg und gucken wir vielleicht nochmal hier nach. Gucken wir erstmal gezielt ein paar Städte. Ich suche nach einer, die Mittelhain heißt. Oder Mittelhain oder... Und sowas. Da soll es mit der Hauptstory weitergehen. Markierung Sandort. Okay. So ist gut. Das hat gerade noch gefehlt. Der Sandort. Hier haben wir noch ein kleines Örtchen, wo wir rein hinein können. Ist noch nicht erkundet, Nord. Okay. Dann haben wir hier noch Schwarzzweig. Können wir hier in die Richtung noch gucken, aber da sind jetzt nicht so. Hier wäre noch ein relevanter Ort. Es nieselt. Hast du gut erkannt. Ruhig hier. Nächste Stadt. Und das riecht nach Aas. Nicht gut. Nekrophagen, toll. Okay, das ist eine 0815 Stadt. Es macht keinen Sinn, hier zu verweilen. Okay, hier sind wir mal hin. Komm schon!
einfach quer durchs Feld. Hat es bisher immer gebracht. Wastre anwesend, okay. Plötze. Was tust du? So hier entlang hängt einer am Baum. Eine Markierung Anschlagplatz. Und wo sind wir hier? Mitte rein. Da muss ich doch hin. Mitte rein, ja genau hier. Hören wir uns mal um, ob es hier irgendwo eine Quest gibt. Was für ein Guss. Deine Augen sehen krank aus. Genug ist genug. Wir sammeln Schnecken. Wir sind einfache Leute. Wir wollen keinen Streit. Von den Wurzeln bekomme ich Bauchschmerzen. Oh, Mutant! Ja, das hat sie. Ich wollte auch nicht viel dafür haben. Psst, da kommt jemand. Na, mit dem können wir reden. Ich habe euch über eine Hexe reden hören. Ich würde gerne... Das klingt gut. Und du bist zu weit gelaufen. Hier gibt es nur lausige Hütten. Geh zurück auf die Hauptstraße, von der du kommst. Mhm. Ich lausche ein bisschen. Vielleicht sollte ich sie aufsuchen. Wie kommt man hin? Der Pfad zum Teich. Folge ihm bis zu einem einzelnen Felsen. Ah, der Pfad zum Teich. Dann nach rechts ab vom Weg in den Wald. Ab da geradeaus. Wenn du an einem verlassenen Karren vorbeikommst, bist du richtig. Verlassener Karren, Pfad zum Teich. Ah, okay. Jetzt sollte ich die Hexe finden können. Gut gelauscht. Das können wir doch zu Fuß, oder? Am Teich. Die Markierung sagt hier lang. Am Teich soll ein großer Findling liegen. Okay, ein großer Findling. Der hat jetzt nach dem Karren gesucht. Ein großer Findling. Da ist der Felsbrocken. Jetzt nach rechts und weiter bis zum Wald. Hexenjagd. Ach so, deswegen heißt die Quest so. Da waren wir, glaube ich, zwischendurch mal drin. Als wir mit dem Priester gesprochen haben. Der hat uns da schon ein bisschen... Oh, verdammt. Der Wagen. Der Hermecker. Hier irgendwo muss die Hexen sein. Ups, nicht sterben. Ah, da rollt der Kopf. Wenn es blaues Mutagen. Natürlich für nichts zu essen. Und du müsstest mal in der Taverne mal nachgucken. Das Silberschwert ist fast kaputt. Ach du Schande. Müssen wir mal reparieren gehen. Da haben wir keinen Ersatz für. Nächster Stahlschwert. Ne, dann nehmen wir den. 73 Schaden finde ich immer noch genial. Okay, das Silberschwert, das wird es nicht mehr lange bringen. Müssen wir zum Schmied oder so. Hier am Karren entlang. Und da passiert etwas. Gute Frau, die Kuh schnauft und steht schon nicht mehr auf. Der Eiter strömt ihr aus dem Maul. Sehe ich etwa aus wie eine Melkmagd? Nein, aber du weißt doch so viel. Das ist unsere letzte Kuh. Andere gibt's im Dorf nicht mehr. Die anderen sind verhungert oder mit den Soldaten verschwunden.
Ohne sie sind wir praktisch tot. Ich gebe dir ein paar Kräuter. Misch sie mit Quellwasser, das um Mitternacht geschöpft wurde, und lass die Kuh davon trinken. Aber zuerst mistest du den Stall aus. Gründlich. Ist das klar? Vielen Dank, gute Frau. Tausend Dank. Schon gut. Genug jetzt. Mir reicht's für heute. Geht! Aha. Sie hat schlechte Laune. Wir kommen lieber morgen wieder. Pass auf, was du sagst. Sie ist aufbrausend und rachsüchtig. Das Weib ist außer sich. Braucht einen Kerl. Ein paar Pflanzen klauen. Und noch rüber. Nur vielleicht essen. Das mit dem sie braucht einen Kerl habe ich mal gerade überhört. Rachsüchtig. Verwesendes Fleisch, naja, wenn es nicht anders geht. Ne, wir können nichts essen. Gibt's bei ihr was zu essen? Ist jemand zu Hause? Aha. Aufgeschlagenes Buch, eine Notiz. Rezept für schwarzen Kajal. Wo ist sie denn hin? Verschwindibus. Okay. Ein Pentagramm aus Kreide. Ein Pentagramm aus Kreide. Das hatten wir. Und das Schädel. Muss eine Art Artefakt sein, oder? Oh je. Hierhin ist sie also verschwunden. Ein Portal. Brief an Alexander. Bevor wir da reingehen, hier geht's runter. Können wir bestimmt noch was Wertvolles mitnehmen. Halbwegs Wertvolles. Essen vielleicht irgendwie. Das wäre ein Schnaps. Nicht schlecht. Puppe. Zwergenschnaps. Brot. Na bitte. Und wieder was zu essen. Obwohl es nur zwei der Brot sind. Und ein bisschen Zwergenschnaps. Zwergenschnaps ist aber nicht zum Trinken, glaube ich. Alchemie-Zutat. Reparaturset. Platz auswählen. Okay, Rüstungsreparaturset, das ist ja schade. Eine weitere Rune. Waffenreparaturset. Sehr schön. Silberschwert repariert. So muss das. Haben wir
haben wir das Problem beseitigt. Warte, bevor wir reingehen, mal ein bisschen schade, die zwei Brote wieder zu verschwenden, aber die verschwenden sie ja nicht. Na dann. Wow. Finde die Hexe. So, so. Nett hier. Ein Schneehase. Können wir vielleicht. Wir haben doch. Das kannst du nicht tun. Wir haben doch Sekunde. Bolzen schießen. Wie war es nochmal mit Schießen? So geht's auch. Ach, ich wollte halt. Oha, okay. Charakter. Okay, was ist denn mit dem Schwert los? Da haben wir drei Runen drauf, deshalb leuchtet das. Ja. Ich habe mich schon gefragt, wie lange du noch brauchst, Geralt. Ich bin oben. Nur herein. Okay. Ich wollte bloß gerade einen Hasen töten. Ich wollte dieses eine Meme nachspielen. Sei gegrüßt, Hexer. Hallo, seid gegrüßt. Hexe ran. Hast du was vergessen? Hexe. Wo? Hoffentlich bist du nicht zum Gaffen da. Nein, zum Glück. Und Twitch gewandt. Ich wusste nicht. Twitch-Band incoming. Da waren gerade, ja. Gilgamesh im Herzen von Velen. Ich dachte, du kannst das Landleben nicht ausstehen. Ich kann dir versichern, jetzt noch weniger als je zuvor. Hab erfahren, dass in der Gegend eine Hexe lebt. Hätte nie vermutet, König Foltests frühere Beraterin hier zu finden. Bin ich froh, dass die Welt dich noch überraschen kann. Ich beneide dich um diese Naivität, die sonst nur Kindern, fahrenden Rittern und Schwachköpfen vorbehalten ist. Da ist wohl jemand ziemlich gereizt. Begrüßt man denn so einen alten Freund? Ich hab dich doch mit einem hübschen Anblick begrüßt. Jetzt sag mir, warum du hier bist. Mein Twitch-Kanal ist noch da. Hoffentlich noch weiterhin. Ich suche nach einer gewissen jungen Dame. Ach, wirklich? Nach wem? Angeblich hat sie sich mit einer Hexe vor Ort gestritten. Da hat ja jemand einen Bären aufgebunden. Die Mädchen hier würden es nie wagen, sich mit mir zu streiten. Sie ist nicht von hier. Du führst was im Schilde, Geralt. Wenn ich dir helfen soll, musst du mir sagen, was los ist. Wen suchst du? Ciri. Ciri? Tja. Dann verstehe ich die Geheimniskrämerei. Ganz zu schweigen vom Grübeln und dem finsteren Ausdruck. Und du sagst, dass sie ein Problem mit einer Hexe hatte. Du hast sie also nicht gesehen? Ganz bestimmt nicht. Aber jemand hat mich nach einer aschblonden Frau gefragt. Er hat betont, dass sie sich von den Bauern hier unterscheiden soll. Aha. Wer war das? Nicht so schnell, Geralt. Keine Bitte? Keine milde Gabe für eine Hexe? Meine immerwährende Dankbarkeit. Reicht das? Das ist nicht zu verachten. Aber du gerätst gerne in Schwierigkeiten.
Ich sollte wohl lieber etwas verlangen, das du mir sofort geben kannst. Ach, ich hab doch nichts dabei. Schau mich nicht so an. Ich weiß, dass wir von Ciri reden. Es war ein Elf. Der nach Cirilla gefragt hat. Kein räudiger Skoyatel-Chaot, sondern ein Elfenmagier. Mhm. Hat er dir seinen Namen gesagt? Nein, hat er nicht. Und er trug eine Maske. Sehr geheimniskrämerisch, aber er gefiel mir. Er war intelligent und wusste sich zu benehmen. Hat er gesagt, was er von Ciri wollte? Nur, dass sie sich in Velen treffen wollten. Er wollte wissen, ob sie vor ihm angekommen war. Ah, okay. Was hatte denn ein Elfenmagier in Velen zu tun? Nun, ich habe ihn natürlich alles Mögliche gefragt. Natürlich. Aber du weißt ja, wie Elfen sind. Er hat viel mehr Fragen gestellt als beantwortet. Fast wie Geralt. So vielleicht auch ein Elf in Skyrim. Nein, aber er wollte, dass ich sie zu ihm führe, wenn ich sie treffen sollte. Du weißt also, wo er zu finden ist? Ja, er sagte, er hätte in irgendwelchen Elfenruinen beim Dorf Mittelhain einen Unterschlupf gefunden. Ich gehe mit dir hin. Warum? Meinst du, alleine finde ich es nicht? Ich habe mit dem Elf noch eine Rechnung offen. Er hat mir etwas versprochen, was er mir nicht gegeben hat. Oha. Außerdem weiß ich, dass du denkst, okay, wie ich, dass sie dort sein könnte. Da ficken zwei Häschen. Ich würde Cirilla auch gerne sehen. Ach, Hammeln. Ach, am Nasen das. Brechen wir auf. Ja, los geht's. Okay, in der Nähe des Dorfs, Kleinweg. Da wären wir. Warst du schon mal hier? Nein. Ich hatte gehofft, der Elf würde zurückkehren, wie er versprochen hat. Oder wenigstens sein Mündel. Ich habe jedenfalls keine Ahnung, was ich von diesem Ort erwarten soll. Nun, finden wir es raus. Neuquist, Wanderung im Dunkeln. Folgen Kaira. Vella Glan. Folge du mir. Okay. Die braucht Licht. Können wir ganz noch relativ gut sehen. Vielleicht hat Geralt aber auch Nachtsicht. Da sind Leute. Jagd. Was? Phantomreiter? Das heißt, ich dachte, es gäbe sie nicht. Dann richte deinen Blick auf das Nicht-Existente. Sie haben einen Navigator bei sich. Einen was? Kannst du uns auf die andere Seite teleportieren? Ich würde uns lieber nach Hause teleportieren. Willst du denen wirklich folgen? Teleport, beeil dich. Weiß nicht, ob mir das alles zusagt. Ich auch nicht. Aber wenn Geralt das so will. Ich schau mich nur mal kurz um. Fertig, folge mir. Na los! Die Randpilze, hier geht's noch ziemlich viel weiter. Wir sollten, glaube ich. Ja, ich komme ja schon. Ich wollte mich nur ein bisschen umgucken. Verdammte Portale, ich frag mich, wo Kayla jetzt ist. Pilze sammeln. Ertrunkener. Mit dem reparierten Schwert. Ja. Hol mich ins Wasser. Land mich besser. Okay, aufsammeln können wir hier nichts. Ertrunkenen hören, Monsterknochen. Monsterherz. Mit deinem Herzen. Okay, erstmal auf Tauchgang. Hier gibt's einen Schatz.
Manuskripte. Setzt den Hexersinner ein, um Kaira zu finden. Es ging so, oder? Vielleicht schon früher machen sollen. Jetzt hat die Spuren verloren. Okay, hier ein paar Toten. Ich habe nichts zu essen dabei. Wir sollten ja vorsichtig sein. Thank you.